Hallo und herzlich willkommen zurück. So, was ist denn jetzt der nächste Plan? Ich muss mal gucken, warte, hier stehen schon wieder wie viele Leute? 66. Hier steht schon. Ich bin am Überlegen, ob ich hier einen Ausweichgleis bauen soll und dann noch einen Zug draufsetzen soll, ob sich das schon lohnt. Geld machen wir gut. Damit alle Fälle. Geh mal eben kurz in den Fahrzeugmanager. Okay, wir müssen ja auch in der. Wir müssen hier noch auf alle Fälle erstmal in näher Zukunft ein paar Fahrzeuge austauschen. Die sind schon 10 Jahre alt und 11 teilweise. Was rutschen hier? Sind auch schon sehr alt. Da müssten wir mal überlegen, ob wir die mal austauschen. Wir fahren hier ab. Was wäre denn die Ja, wir verkaufen mal zwei. Zwei, die wir noch haben, tauschen wir dann mit dem hier aus, weil da gehen zwei mehr rein und der ist etwas schneller. Müssen zwei meiner Meinung nach ausreichen. Und jetzt ist nur noch hier diese Werkzeugliege. Die sind 11 oder 10, aber wie lange sollen? Aber 15 Jahre. Ja. Er hat auch nur 6. Der kann auch nur 5. Uch. Der DMG, das ist halt Emissionen. Der auch viel mehr. Ich war so, keine Ahnung. Gut. Ich glaube, wir gehen dann. Ich bin ganz ehrlich, ich würde gerne mal einen Hafen bauen. Wir haben noch nichts mit Schiffe gemacht. Müssen wir mal gucken. Wo liegt ein Ort am Wasser? Augsburg war und Kandenbach könnten wir mit einer Schifflinie verbinden. Wie sinnvoll ist das? Nicht so, glaube ich. Aber wir können ja, warte, wir können ja mal gucken. Wir haben hier zum Beispiel. Hier haben wir Rohöl. Hier hätten wir die Weiterverarbeitung am Wasser. Dann weitergeht, haben wir nirgendwo. Wir brauchen ja hier Plastik. Wird denn Plastik hergestellt? Unten. Erwarten. Oh, ist immer schwierig. Ich hätte, glaube ich, vor der Folge mal eben schauen. Ah, oh, ja, neues Fahrzeug. Das Klundig. Ist ein dickes Schiff. Nee, wir kümmern uns hier um Großamtsleben. So. Okay, hier haben wir schon die neuen Fahrzeuge. Dadurch ist die Emission jetzt echt schlecht. Ich hoffe, dass neuere Fahrzeuge besser. Wir hatten gesagt. Der Bau. Ich würde nochmal eben ein paar mehr. Ja, die produzieren 200. Wir kommen aber nur an 160. Das heißt, wir brauchen hier noch mehr Fahrzeuge und da noch mehr.
Die aktuellen Straßenfahrzeuge sind noch dieses. Diese Pferdekutschen-Dinger. Ich glaube, ich würde die mal alle 16 Stück austauschen wollen. Mit dem. Der ist was schneller. Vielleicht reicht das dann. Genauso wie die Schlangenlinie alle damit austauschen. Sie sind was schneller. Was sie meinen. So, die haben jetzt eine rote Rate von 101. Von 160? Ah. Okay, passt sich die Rate noch an? Das sieht echt mickrig aus. Wir lassen noch mal eben ein Stückchen laufen. 104. Also hier muss auf alle Fälle aus der Bus ankleben, muss noch ein Fahrzeug raus. Macht Minus. Dann wird auch ein Fahrzeug klaren. 107. Aber ich bin der Meinung, das sollte jetzt was hochgehen. Hier auf 120 und ein bisschen kommen. So, also ich wollte mich um, also hier ist ja schon mal die Fabrik, die ist ja schon mal nicht weit weg. Das ist der einzige Vorteil. So, zum Beispiel Kohle hätten wir hier, hier und hier. Das ist auch kein Problem, eine Straße. Hier eine Straße und wir hätten Kohle. Wo kriegen wir Eisen hin? Eisen wäre hier. Das könnte man vielleicht einen Zug machen. Ich mache jetzt erstmal hier die Kohleanbindung. Und wir machen mal etwas. Wir machen mal nur einfache Geschwind. Zweifach. Dann, wir brauchen eine Straße. Mittlere Landstraße. Wir machen mal von hier ab. Von hier nach hier. Dann brauchen wir Gebäude. Das hier. Und eine LKW-Station hier. Da jetzt mal so und dann MN, wenn wir das etwas feinere drehen. Weil hier war nur Entladestation. Und hier eine vor. So. Straßendepot nehmen wir mal das einfach. Das ist okay. Dann neue Linie von hier nach hier. So ist dann. Okay, die. Ja. Dann. So, dann müssen wir jetzt eine neue Linie machen. Haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. Die heißt dann Kohle. Eisen. Und wir brauchen ein Eisen für eine Kiste.
Und wir brauchen so 100 Kisten. Also brauchen wir so eine Rate von 100 auf dieser Linie. Wir gehen jetzt mal auf, oh, ich hab noch auf Pause. Ups. So. Ich würde sagen, wir kaufen erstmal 6 Stück und packen die auf die Linie. Oder Eisen. Gut. Das Problem, was ich hier gerade sehe, da wir ja hier schon Schienen haben, das ist echt blöd wegen dem, wo wir jetzt den Bahnhof, bei dem ich jetzt ja eigentlich fürs Eisen hier bauen wollte, hinpacken. Würde den hier hinpacken wollen, dann muss ich halt hier irgendwie drüber und dann würde den jetzt erstmal platzieren. Schienen. Gebäude. Cargo, Kopfbahnhof. Mach mal zweigleisig schon, weil das halt optisch einfach besser aussieht. Ich hätte den jetzt hier hinsetzen wollen und dann ist das auch verbunden. Ist eingleisig. Boah, ist das teuer. Mach mal was kürzer, 120. Platziere ich den. Ne, ich platziere den hier. Hier ist mir lieber ein bisschen besser aus. Ganz ehrlich. Gut. Und den Bahnhof. Weil ich würde den hier so vor Kopf setzen, dann gehen wir hier so rum. Das ist doch gut. So. Okay. Hier liegt schon fleißig Kohle. Hier liegt schon 111 Kohle. Fahrzeuge. Oh, wir sind noch hier. Was schätzt der denn für eine Rate habe ich aktuell? 35. Dann brauche ich noch mal ein paar mehr Fahrzeuge. Auch wenn sich die sozusagen, auch wenn sich das noch ein bisschen verändert. Ja, jetzt haben wir eine gute Linie, 123. Gut, gut. Dann ziehen wir jetzt die Schienen. Behaupten. Also. Ja, ich war ein bisschen zu weit rausgezoomt. Ich muss. So. Müssen wir mal eben von so, weil ich ja jetzt überlegen muss. Ach, hier die nehmen. Weil so geht es blöd. Ich würde gerne eine Brücke bauen. Brücke ist günstiger zu. Oh, ich kann nur 90er Brücken bis jetzt bauen. Jetzt erstmal auf alle Fälle. Runter.
Okay, was passiert, wenn ich direkt anknüpfe? Muss der Zug hier auf 100 abbremsen. Das ist übrigens kacke, deswegen reise ich nochmal zwei Teile ab. Mach so. Jupp. Perfekt. Jetzt lass mich mal eben schauen, wie ich das wegen dem Depot mache. Hier habe ich ja eins. Das würde ich gerne verwenden. Deswegen muss von dem Gleis hier aus. Einfach so eine Abzweigung hier auf das Gleis. Fertig. Schon verbunden. So. Ja, perfekt. Hier kommen jetzt die ersten Fahrzeuge, die Kohle auch schon geladen haben. Das ist sehr, sehr gut. Gut, dann machen wir jetzt von... Machen mal so eine grüne Linie. Das sieht cool. Von hier. Nach hier. Und das ist... Ich bin auch geil. Ich habe die erste Linie Kohle-Eisen genannt. Die muss Kohle-Stahl heißen. Das hier ist Eisen. Eisen. Stahl. So. Gut. Perfekt. Dann. Jetzt ist halt die Frage, was für ein Fahrzeug kaufen. Wir brauchen Bago und wir brauchen diesen hier. Der kann nur 50 Sachen fahren. Und hat eine Kapazität von 4 Tonnen nur? Wir haben noch keinen besseren Güterwaggon freigeschaltet. Als ob. Ja, dann 4. 50. So. Das sind 44er Kapazität. Mit. Was für einem Zug ist jetzt hier die Frage? Bin bei 1. Ab 1, 3. Wir so einen nehmen wollen. Aber die Waggons können nicht so schnell. Die hier wird auch rechnen. 1,6. Die ist die hier. Und diesmal nehmen wir die hier. Gut, dann wären wir bei 2,5 für den Zug. Und wären hier noch bei gut. Wir hätten eine Kapazität von 44 nur. Bisschen wenig. Ein bisschen wenig. Oder nehme ich hier die. Oder die Board nicht. Oder nehme ich hier die. Ach, ich nehme das so. Zack. Kauf. Linie. Eisenstahl. Rinder. Wert raus. Gut, wir haben schon 30 Kohle im Lager. Das ist gut. Jetzt sind wir natürlich kurz durch die Eisenbahn. Minus gerutscht. Hier liegen aber auch schon. Gut. Ah, weil er direkt alles raus, was geht. Und hier stehen auch 160 Tonnen Öl. Kohle meinte ich. Wieso warten die da so lange? Terminal 1. Gut. Da kommt der Zug. Und hier steht schon
Perfekt. So. Dann muss das Eisen noch zur Warenfabrik. Ja. Eben. Dafür will ich aber eben erstmal die Straße erweitern. Das ist auch einfach schon so ein. Ich habe noch niemals 50.000 die Straße zu erweitern. Da müssen wir warten. Wir gucken uns den Güterzug an, Herr Jesus. Okay, das sind einfach so Autoshells. Zwei Leute feuern da den. Na hier. Okay, sind wir bald da? Ich finde das mit dem Sound echt gut. Egal, wenn ich mich so drehe, höre ich es auch beide. Also nur auf der linken und schon auf der rechten. Oh ja, hier steht schon ganz klein. Und da, wir können uns ja auch auf magische Weise umdrehen und zurückgehen. 44. Oh. Aktuell Verkehrs- und Staus können das Stadt. Habe ich Stau in der Stadt oder wieso sagt der mir das? Warte. Verkehr hier. Okay, was ist das jetzt? Aha. Irgendwie Strafen zu Spielereigentum erklären. Ich weiß noch nicht, was das für mich bedeutet. Vielleicht darf dann da, dürfen dann da keine Privat-PKWs fahren. Okay. Wer ist der Zug? Der kommt sofort an. Oha, wir brauchen zwei Eisen und zwei Kohle für ein Metall. Das heißt, wir müssen ja eine Quote von ungefähr, wir müssen ungefähr 200 erreichen. Zack. Wenn wir produzieren. Weil der Zug reicht ja mal sowas von nicht aus. Wir müssen den mal mindestens gedoppeln. Akku. So. Zack. Gut. Oh, jetzt. Jetzt haben wir einen Haufen neuer Fahrzeuge freigeschaltet. Oh, 80 Kilometer. Gut, dass ich die große Lok genommen habe. Und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.